einfach, jetzt mache ich seit einem halben Jahr Obermatt. Ich habe Freunden ein paar Aktien empfohlen, habe selber ein paar gekauft und jetzt sind, sagen wir mal, 7 Aktien habe ich rein nach Obermatt gekauft. Die hatten, von denen ich sonst nicht überzeugt gewesen wäre, aber ich habe mich eigentlich nicht mit beschäftigt und kannte die Unternehmen zum Teil gar nicht, habe dann nach Obermatt-Kriterien gekauft. Und man kann sagen, alle 7 oder 8 Aktien, die wir in dem halben Jahr angefasst haben, real, haben nicht gut performt, obwohl der Markt ja sehr erfreulich eigentlich sich entwickelt hat. Und das heißt, diese Unternehmen mögen formal innere nicht erkannte Werte haben, aber sie performen einfach nicht. Da stimmt irgendwas nicht, ist mein Und das Bauchgefühl. ist, Uwe, sprichst du von einem halben Jahr jetzt? Ja, seitdem ich Obermatt kenne. Ist natürlich sehr kurzfristig oder also. Ja, schon weiß. Nein, ich meine, ich nochmals, Hermann, du hast geschrieben, ich soll nie mehr mit Kurs wechseln, schreiben, weil mich das unglücklich macht. Genau. Es hat mich aber beschäftigt. Ich weiß, ich sollte nicht hinschauen und ich schaue auch schon weniger hin und ich weiß auch, dass ich das noch lernen muss. Aber wenn die Aktie halt über -20% fällt, dann werde ich nervös. Ich habe deshalb geschrieben. Interessanterweise ist die gestern 3,5% hochgesprungen, die Rio Tinto. Ja, Das das ist zeigt, genau die zeigt. Gefahr, Peter. Das ist genau Und die das ist eben Gefahr. das Spannende. Das ist Ja. das Spannende. Ich kann mich erinnern, du hast mal gesagt, du hättest einen Titel gehabt, der sei wahnsinnig gefallen und du hättest nicht mehr hingeschaut und das sei dann derjenige gewesen, der nach 2 Jahren oder nach einem Jahr am meisten gestiegen ist. Ich denke auch, ein halbes Jahr ist zu kurz. Man kann es einfach noch nicht beurteilen. Wir müssen nach 2 Jahren hinschauen, Uwe, wie sich die Titel entwickelt haben. Ich habe Dann, diese 8 Titel dann durch. dann könnte man wirklich sagen, 2, manchmal, also es geht manchmal bis 10 Jahre, bis sich der Kurs wirklich an den echten Unternehmenswert annähert. Ich finde das lang, aber ich denke so, ich habe das gelesen auch bei ihm. Ich denke, 2 Jahre, die Kurse können wirklich langfristig einfach abweichen vom echten Wert einer Unternehmung, können massiv abweichen, bis sie sich dann irgendwann einpendeln oder wo halt der Unternehmenswert wirklich steckt. Wenn wir jetzt zurückkommen auf dieses Thema der Performance. Ich bin nicht der Meinung, du kannst irgendeine Methode nehmen und davon erwarten, dass sie dir innerhalb von kurzer Frist eine positive Rendite gibt. Das kannst du bei keiner Methode erwarten, egal welche. Du kannst es nicht erwarten. Und es kann durchaus sein, dass du mit dieser Methode beginnst zu einem Zeitpunkt, wo gerade diese Methode nicht in Mode ist. Dann hast du keine Chance, gute Renditen zu erzielen. Ich arbeite mit dieser Methode, weil ich überzeugt bin, dass langfristig die Gewinne und die Größe des Unternehmens sich auch im Unternehmenswert widerspiegeln werden. Und aus diesem Grund wähle ich Unternehmen aus, die relativ solide sind und gleichzeitig gute Finanzkennzahlen haben. Das war aber in der letzten Zeit wirklich nicht in Mode, muss man sagen. Da sind alle auf die Teslas und Co. gestürzt, obwohl sogar Elon Musk jetzt seine Aktien verkaufen will, weil er das Gefühl hat, das ist viel zu teuer. Also da sieht man, wie irrational der Markt ist. Und da muss ich sagen, da muss man sich überlegen, will ich jetzt mitreiten? Das machen die meisten, reiten gerne mit, schauen sich die neuesten und coolsten Tipps an und kaufen das dann. Oder will man einfach langfristig vernünftig anlegen? Und ich bin mehr der zweite Typ. Das heißt aber nicht, dass ich sofort erfolgreich bin. Aber Hermann, du musst dich doch trotzdem gerade auch unter dem Hinblick, dass wir eine Fondsidee für Obermatt diskutieren, musst du dich ja an irgendeiner Benchmark auch kurzfristig messen lassen. Und jetzt ist klar, für Obermatt ist vielleicht die Nasdaq nicht unbedingt die optimale Benchmark, weil es ein anderes Anlageuniversum ist. Aber zum Beispiel am SMI oder am DAX musst du dich, finde ich, schon messen lassen, auch kurzfristig mit der Methode. Das mit dem Messen lassen an Vergleichsindex ist hochproblematisch, Uwe. Diese Vergleichsindexe sind wesentlich weniger neutral, als man denkt.
Wenn du den Schweizer SMI nimmst, hast du einen ganz starken Pharma- und Finanzfokus. Wenn du mein Portfolio anschaust, hat das praktisch keine Finanztitel drin und auch kaum Pharma-Titel. Das mit einem Pharma-Index zu vergleichen, Pharma-Finanzindex zu vergleichen, macht keinen Sinn. Der DAX ist vielleicht schon ein bisschen mehr, oder? Ist aber stark deutschlandlastig. Und ich habe nur einen Teil in Deutschland. Meine Aktien sind auch in anderen Ländern. Das sind andere Branchen. Und von dem her sind diese Vergleiche mit so einem offiziellen Index, die werden zwar gemacht, oder? Weil man damit auch verkaufen kann, aber das sind keine guten Vergleiche. Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Was ich schon mir überlegt habe, was man verwenden könnte, ist unser relativer TSR. Der ist unter Wachstum, die Kennzahl Stock Returns. Der misst nämlich, wie gut war der Return dieser Aktie gegenüber ähnlichen anderen Anlagen. Und man könnte dann im Prinzip eine Portfoliobeurteilung machen, wo man jede einzelne Aktie gegenüber Alternativen vergleicht und dann schaut, gab das eine überdurchschnittliche Rendite oder nicht. Das wäre theoretisch möglich. Es ist immer noch so, dass die Volatilität so hoch ist, dass ich Glück haben muss, damit das gerade diese Periode gut aussieht. Oder wenn man es gegenüber dem World Index misst? Das ist auch ein ganz spezieller Mix. Der MSCI World, der hat 50% amerikanische Aktien. Ich habe keine amerikanischen Aktien. Warum soll ich mich mit amerikanischen Aktien vergleichen, die zurzeit massiv von Technologieaktien geprägt sind? Es macht einfach keinen Sinn. Das ist eine andere Investition. Das ist ein ganz anderes Risikoprofil. Ich müsste, um das sauber zu machen, müsste ich genau mein Risikoprofil abbilden. Das gibt es keinen Index dafür, sondern ich müsste versuchen, mein Portfolio abzubilden. Und das wäre am einfachsten, wenn man es Aktie pro Aktie macht. So kann man es machen. Und ich hätte das vermutlich schon lange implementiert, auch zum Überprüfen, wie gut unsere Entscheide sind. Und dann könnte man das aufkonsolidieren. Da könnte man bei jeder Aktie schauen, bist du besser als die anderen oder schlechter? Und wie viel besser und schlechter? Und kann wieder einen Perzentilrang rechnen. Und ich könnte all die Perzentilränge zusammenzählen und hätte dann eine objektive Aussage. Das wäre sauber im Vergleichen. Und alles andere ist im Prinzip wirklich, da vergleichst du einfach Äpfel mit Birnen. Das machen die Leute zwar, aber weil sie es machen, heißt das noch lange nicht, dass das vernünftig ist. Aber man hat doch trotzdem ungefähr ein Bauchgefühl. Ich schaue jetzt einfach nochmal auf den DAX und natürlich gibt es große Unterschiede. Und ich meine, der DAX hatte letztendlich halt in den letzten, was nehmen wir halt für einen Zeitraum, von mir aus das letzte halbe Jahr, und das wird beim SMI oder wie heißt euer Gesamtmarktindex in der Schweiz, da haben wir natürlich schon irgendwo ein ziemliches Wachstum irgendwo gehabt von, sage ich jetzt mal, ja, schon heftig eigentlich, also zweistellig würde ich sagen, die letzten sechs Monate. Und wenn ich jetzt meine acht Obermatt, nenne ich sie jetzt mal, Aktien angucke, dann bin ich da vielleicht mit viel Glück gerade mal auf null. Das heißt, ich habe das Gefühl, die Top, und das waren wirklich alles topgerankte Obermatt-Aktien, da war null Emotion dabei. Ich kannte diese Firmen zum Teil überhaupt vorher gar nicht, noch nie gehört davon. Und da muss ich sagen, ich habe so irgendwie das latente Bauchgefühl, ich habe da mich in ein Auto mit Motorschaden jeweils gesetzt und das auf der Standspur oder so steht und vor sich hin auch. Das war jetzt ein bisschen hart formuliert, aber. Okay, also die Frage ist, ich kann dir eine Antwort geben. Ich mache das ja jetzt schon so ein gewisses Zeitchen, oder? Und jetzt wissen wir plus 28%. Hm? Das war die Rendite auf dem DAX über die ganzen Jahre. 2016, 17, 18, 19, 20. Aber sagen wir mal plus 30%. Das ist der DAX-Index. Wenn ich nichts gemacht hätte, hätte ich es im DAX-Index gemacht. Und jetzt veröffentliche ja ich meine Rendite, oder? Und übrigens, 2016, als ich angefangen habe, war es auch negativ. 2016 war es negativ, 2017 war es positiv, 2018 war es schon wieder negativ. Also im Jahr 2018 konnte ich mir sagen,
hätte ich doch alles Geld auf der Bank gelassen, ich hätte jetzt mehr, ja, außer in Schweizer Franken, da hat es eine kleine Rendite gegeben. Aber in den anderen Währungen keine. Und dann habe ich Ende 2020 geschaut und ich bin bei plus 50% Rendite. Also ich bin bei, mit meiner Methode bei plus 50% etwa Rendite in Euro. Euro ist der blaue, ja, plus 50. Und der DAX ist bei plus 28%. Aber dein Modell ist natürlich ein Sparplanmodell, ne? Das stimmt. Ich habe fortwährend investiert. Also ich hätte jetzt, wenn ich hier fortwährend investiert hätte, hätte ich einmal im Schnitt 10.500 ausgegeben, einmal 11.500, einmal 12.500 und dann wieder einmal 11.500. Und sehr wahrscheinlich wäre die Rendite dann nicht unbedingt höher gewesen, weil es ging ja rauf. Das ist ja ein Schutz gegen runter vor allem. Wenn du kontinuierlich investierst, ist das ein Schutz gegen runter, nicht ein Schutz gegen rauf. Man kriegt dann weniger Upside. Und ich habe kontinuierlich investiert und habe sogar mehr Rendite erzielt mit meiner Methode als der DAX. Das ist aber rein willkürlich, ich wiederhole nochmals, weil der DAX völlig anders zusammengestellt ist als mein Portfolio. Ich habe Goldaktien gekauft, 2017, weil ich unsicher wurde, oder 2018. Also das hat einiges gebracht. Ich habe auch eine Tech-Aktie dann irgendwann mal doch hinzugenommen, gegen mein, weil es eine Schweizer Aktie ist, Logitech, und auch das hat einiges eingeschenkt. Hast du Logitech gekauft? Ja, schon damals. Länger Zeit, ja. Wahnsinn, ich bin ja erst jetzt eingestiegen. Anyway, also was ich sagen will, erstens, man kann es nicht vergleichen. Zweitens, das Portfolio sieht nicht so schlecht aus. Es ist durchaus typisch. Und drittens, es gibt viele ökonomische Studien, die nahelegen, dass wenn du es lange machst, eine faktorbasierte Anlage eine Zusatzrendite erzielt. Man nennt das Factor Investing oder Smart Beta. Das ist erwiesen. Das weiß man. Was ist das genau, Hermann? Faktor, das nennt man Factor Investing oder Smart Beta. Das ist das, was wir machen. Das heißt, man verwendet Merkmale der Aktien, um sie auszuwählen. Man gewichtet eben zum Beispiel Aktien höher, die ein gutes Kurs-Gewinn-Verhältnis haben. Wenn man das regelmäßig macht über eine lange Zeit, dann hat man eine Zusatzrendite. Das ist das klassische, sagen wir mal, wissenschaftliche Value Investing, das aus der Ökonomie kommt. Und dann gibt es natürlich die Investoren wie Warren Buffett, die machen ein ganz anderes Value Investing, die beurteilen im Detail, wie gut das Unternehmen ist und was sie denken, ist der innere Wert dieses Unternehmens und kaufen dann, wenn sie eine gewisse Diskrepanz sehen, bei dem, was sie denken, ist in diesem Unternehmen möglich und bei dem, was sie heute dafür bezahlen müssen. Das ist aber kein Factor Investing. Die machen ganz tiefe Analysen und da geht es bei Warren Buffett sogar noch weiter. Er geht nachher ins Board und schaut, dass die Leute gut arbeiten. Also er ist eigentlich ein Unternehmer, wenn er investiert. Und er verkauft die Beteiligungen auch nicht mehr. Also das ist ein anderes Value Investing. Das Value Investing, das ich euch beschreibe, ist das Factor Investing. Das ist der korrekte ökonomische Begriff dafür. Ich wollte euch einfach meine 8 Aktien zeigen, die ich im Auge habe. Und die habe ich halt den ganzen. Hilft es dir, wenn du siehst, dass es mir gleich ging im ersten Jahr? Weißt du? Weil am Anfang hast du eine 51% gegen 49% Chance, dass du positiv bist. Die Hälfte, also das gibt es übrigens auch, da habe ich einen Blog dazu geschrieben, schicke ich dir noch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Jahr schlecht aussieht, ist ein bisschen unter 50%. Es ist nicht 10% oder 20%, es ist irgendwo zwischen 30% und 50% ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Jahr schlecht aussieht in deinem Portfolio. Ja, wenn alles, also kann man schon sagen, die gesamten Börsen sind gestiegen. Die Frage stellt sich natürlich, was passiert mit den Titeln von Uwe, wenn die ganzen Börsen sinken? Sind die negativ korreliert? Steigen die dann? Das ist dann die Frage. Das ist eine große Hypothese, Peter. Ich bin der Meinung, sie werden weniger fallen. Ich bin der Meinung, dass die soliden Werte weniger fallen werden. Insbesondere bin ich der Meinung, dass die Tech-Aktien, die hauptsächlich verantwortlich sind für den aktuellen Boom, stark korrigieren werden. Tesla ist eine völlig unrealistische Bewertung für ein Unternehmen, das in einem Konsumgütermarkt ist und kein großer Vorteil hat gegenüber den deutschen Automobilherstellern, außer dass sie zuerst waren.
Da kann nichts, kann nicht eine Trillion, eine Million, was ist das auf Deutsch? Billion. Eine Billion wert sein. Es kann nicht eine Billion wert sein. Google ist 2 Billionen. Also es kann nicht halb. Google gehört das Internet. Das gehört denen. Die könnten noch viel mehr abziehen, wenn sie wollten. Tesla, denen gehört die Straße nicht. Keine Chance. Ich habe ein Tesla, ich habe jetzt wirklich, ich habe mehr und mehr Serviceprobleme. Wenn ich jetzt einen Service will, geht 14 Tage. Oder? Und die Deutschen können das. Das ist nur eine Frage der Zeit, dass sie ein vernünftiges Auto auf den Markt bringen. Also die Tech-Aktien sind völlig overhyped.